Die Teenager waren genau wie ihr. Aha. Ja, ja, das ist interessant, ja. Aha, ja. Ja, ja, ja. Aha, ja, ja. Ja, ja. Hey, wartet. Wartet, wartet, wach auf. Bebers, du sollst mich doch nicht aufwecken, Arschdepp. Du hast hoffentlich einen Grund. Die Schnecke da hat mich gerade angeguckt. Wartet, wartet, jetzt schon wieder. Die hat wahrscheinlich noch nie so einen durchgeknallten Doofarsch gesehen und will so einen halt mal persönlich abchecken. Nee, das ist es nicht. Die hat mich schon mal gesehen. Ein bisschen mehr Ruhe, bitte, okay? In dieser Szene beschließen also zwei, die zu den vornehmsten Familien Veronas gehören, heimlich zu heiraten. Wow, da steht was! Zeig das mal her, Bebers. Was steht da? Ja, was heißt denn das? Das heißt I und dann hat sie irgendwie einen Arsch gemalt. und ich glaube, das hier ist das Ende von dem Fuß. Mann, die kann echt nicht gut zeichnen. Und das heißt, ich trete dir in den Arsch. Die will dich vermöbeln, Bebers. Warte mal, die will mich vermöbeln? Echt jetzt? Sie hätte es nicht einfacher sagen können, Bebers. Oh, glaubst du, die kann mich vermöbeln? Auf jeden Fall, Bebers. Die ist genauso irre wie du. Die hat voll die Irrenpower. Oh nein. Ach, Beavis und Butthead, was ist denn los bei euch da hinten? Beavis hat mal wieder einen von seinen Anfällen. Rufen Sie die Polizei. Ach, na gut, ich muss euch zwei jetzt wohl auseinandersetzen, okay? Beavis, du tauschst deinen Platz mit dem von Hector, bitte. Na los, Beavis, setz dich auf Hectors Platz. Oh Mann. Also, was spielt noch eine wichtige Rolle in diesem Drama? Das Schicksal, ne? Hi, Beavis. Wie geht's denn so? Na los, hau ihn. Romeo und Julia spielt das Schicksal. Aber was Romeo und Julia so zeitlos macht, ist, wie der Barde die Liebe schildert, nämlich als reizvoll und gefährlich zugleich. Okay? Ich heiße Glennis. Ach ja, ja, ja. Ja, wie geht's denn so, Glennis? Ich hab dich in der Cafeteria gesehen. Alle halten dich für verrückt. Das denken sie von mir auch. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Gefällt es dir? Was heißt denn das? Metallica, wie auf deinem T-Shirt. Oh, nein, nein. Nein, ich glaube, das heißt Medium oder sowas. Ja, Medium, ja. Sieht aber fast gleich aus, weißt du? Also warst du nah dran. Hast du gut gemacht. Ein bisschen mehr Ruhe, bitte. Und da ihr zwei unglückseligen SchülerInnen so interessiert zu sein scheint, möchtet ihr uns ja vielleicht etwas über die Liebe erzählen. Glennis, gibt es denn jemanden oder etwas, den oder das du liebst? Es gibt einen. Aber ich sag Ihnen nicht, wer. Okay, in Ordnung. Und du, Beavis, gibt es eine große Liebe in deinem Leben? Ich habe ja nicht so Gefühle und so. Das glaube ich nicht. Es muss doch jemanden oder etwas geben, wofür du eine tiefe Leidenschaft empfindest. Oh ja, jetzt muss ich das so sagen. Eigentlich schon, wissen Sie. Also, ich habe eine Liebe. An die muss ich auch immer denken. Und die gibt mir ein ganz besonderes Gefühl. Und das habe ich aber nie einem erzählt. Weil ich hatte, dass das keiner versteht. Ja. Sag uns, wer es ist, Beavis. Sei mutig, wie Julia. Okay, ja, das mache ich. Ich sag's Ihnen. Passen Sie auf, ja. Das ist Feuer, yeah, Feuer, yeah, Feuer. Ich liebe Feuer. Der ist echt nicht ganz dicht.